Patrick Niederhauser, ein Senkrechtstarter auf dem Weg zur Formel 1. Der 19-Jährige aus Kirchdorf in der Schweiz hat bereits in der ersten Saison in einem Formelauto hervorragende Leistungen gezeigt. Auch in der laufenden Saison führt er zurzeit die italienische Meisterschaft der Formel Abarth. Ich habe 4 Jahre lang Kart gefahren. Angefangen habe ich mit 13. Wir sind zuerst eigentlich in einem Team zugekommen, das dann auch frisch hat angefangen hat. Ich muss mich noch gut erinnern, man hat dort mit der Kategorie Junior angefangen. Für mich war das alles noch ganz neu, eine andere Welt. Innerhalb kürzester Zeit konnte sich Patrick an der nationalen Spitze etablieren. In meiner letzten Kartsaison konnte ich den 2. Platz in der Schweizer Meisterschaft sichern. Patrick Niederhauser fährt heute beim Team Jenzer. Nach Peter Sauber eines der besten Rennteams im Schweizer Motorsport. Andreas Jenzer, der Teamchef, hat das Potenzial von Patrick Niederhauser schon sehr früh entdeckt. Er ist mir empfohlen worden. Wir haben ihn natürlich auch beobachtet in der Schweizer Kartszene. Er war dort sehr erfolgreich unterwegs. Ich war schon immer gegen Rennsport interessiert, schon von klein auf. Formel 1 hat mich schon immer fasziniert. Dank seinen hervorragenden Leistungen konnte Patrick Niederhauser seine ersten Testfahrten in der neuen Formel Abarth absolvieren und sein Können unter Beweis stellen. Er war mit einem Mechaniker unterwegs, den wir schon vorher auch kennt haben. Er ist uns empfohlen worden. Und wir haben mit ihm einen Test organisiert. Schon an diesem Test hat man eigentlich ganz klar ein Rottalent gesehen in ihm. Eine neue Kategorie, die 2010 in Italien neu geboren ist. Das ist die Formel Abarth, wo Ferrari unterstützt ist. Man hat sich entschieden, diese Kategorie zu fahren. Bereits in der ersten Saison in der Formel Abarth konnte Patrick Niederhauser grosse Erfolge verbuchen. Ich habe von Anfang an gesehen, dass er sehr gute Rennen fahren kann. Aber bereits im 2. Rennen hat sich gezeigt, eigentlich, wie gut dass wir miteinander arbeiten können und was für Fortschritte ich gemacht habe. Der Knopf ist dann eigentlich erst in der 2. Saisonhälfte aufgegangen. Und wirklich, ausser die einem Rennen, bin ich dann eigentlich immer auf dem Podest gewesen, wo ich sensationelle Rennen kann man zeigen. Man hat wirklich seine grossen Fortschritte, speziell im Rennen gesehen. Er hat fantastische Rennen gefahren mit fantastischen Überholmanövern und er war stetig nach vorne gewesen, der Drang, und hat nachher im 2. Saisonhälfte sogar können den 2. Schlussrang in dieser neuen Meisterschaft rausfahren. Patrick Niederhauser hat ehrgeizige Ziele. Bereits nächstes Jahr will er in die nächsthöhere Rennklasse, in die GP3 wechseln. Diese fährt dann bereits im Rahmenprogramm der Formel 1. Nach der Formel Abarth gibt es jetzt für mich eigentlich nur beschränkte Möglichkeiten, wenn man wirklich das Ziel hat, in die Formel 1 zu kommen. Einerseits gibt es die Formel 3, die schon eine lange Tradition hat. Andererseits gibt es die GP3. Um den nächsten Schritt vom Formel Abarth in die GP3 zu setzen, braucht es Leute, Sponsoren, die uns dabei helfen. Es ist sicher, wie in jeder Sportart, also, dass je weiter rauf man will, je mehr Geld kostet es. Und für einen Sponsor eine Investition in so einen jungen Fahrer kann ganz eine gute Investition sein. Also, man sieht sicher immer wieder bei jungen Piloten, dass innerhalb 3-4 Jahren das Geld bei einem Investor zurückkommen kann. Es gibt den Sponsor, es gibt den Investor
und es gibt den Gönner. Ich glaube, der Patrick bietet all drei Sparten verschiedene Möglichkeiten. Ja, mein Ziel für 2012 ist ganz klar, können GP3 zu fahren hier bei Jensen Motorsport. Patrick Niederhauser auf dem Weg zur Formel 1. Der Traum rückt näher. Einer von den Schweizer, der im Moment eines der grössten Potenzial hat, ist sicher der Patrick Niederhauser. Ja, mein Ziel ist ganz klar die Formel 1. Das war schon mein gängiger Traum. Auf das arbeitet jeder Rennfahrer auf Fähren. Das ist eigentlich absolut das Grösste, was man erreichen kann.